Und dabei habe ich mehr geschrieben als gemacht. Deswegen werden wir mich heute auch schreiben. Ich habe viele Meetings, die habe ich euch gegeben. Aber bevor wir zum Malen kommen, möchte ich jetzt mit euch erstmal klarstellen, wo ihr mental steht, dass ihr das festhält auf dem Papier. Naja, man muss ja irgendwas drauf schreiben. Deswegen möchte ich euch vorbereiten, dass ihr dazu bereit seid. Und jetzt würde ich euch bitten, alles aufzuschreiben, wenn ich etwas frage. Einfach. Man muss auch dazu sagen, bei Basti ergibt sich nicht alles an. Überlegt euch mit den Worten aufzuschreiben, was euch ärgert. Ärgert. Gerade heute. Was ärgert euch? Okay? Sehr gut. Das sind jetzt. Ihr könnt aufstehen. Aufstehen. Moment. Nein.
meistens ist es so Dreieraufteilung. Dreier. Meistens. Nicht immer, aber meistens habe ich gesehen, dass es Dreieraufteilung ist. Also das gilt jetzt für die Querbreite wieder. Ne? Und wenn man jetzt mit dem geistigen Auge sehen würde, dass man hier so hier noch eine Aufteilung macht, hier und dann hier, und dann kann man ja die Außenfarben besser dadurch gestalten. Zum Beispiel hier sehen wir, das ist Beispiel, jeder kann freigestalten. Das ist hier türkis, so türkisblau. Du könntest hier alles so türkisfarbe reinmalen, als Beispiel. Oder gelb, oder was auch immer. Und dann plötzlich kommt hier was Schwarzes. Ne? Du könntest Schwarzes, genau, drumherum. Er hat ja sehr oft um die Köpfe herum oder um den Körper, nicht immer, aber also manchmal so Heiligenscheine. Die sehen aus wie Heiligenscheine. Gelb kann es sein, es kann auch schwarz sein. Du kannst hier sowas drumherum machen. Oder du kannst auch jede deiner Fläche weiß lassen. Hier ist ja zum Beispiel blau. Du kannst hier nochmal so auf. Es muss jetzt nicht so quadratisch alles sein. Ne? So, so und dann so. Und dann kommen wir mit der Farbe rein. Aber ich würde euch darum bitten, das nicht zu viel schwarz zu nehmen, weil wir wollen noch was drauf schreiben. Das heißt, ja, wir haben ja mit Edding, ne? Wenn wir lange Texte schreiben, weil mit dünnen Pinseln und Farbe, das ist sehr schwierig. Mit Edding geht es schneller. Weil wenn man langsam malt, ist die Energie weg. Bei langsam malen ist die Energie einfach weg. Aber es macht nichts, wir sind im Workshop, das kannst du üben. Aber für das nächste Mal ist es gut, dass man es schneller macht. Das sind ja keine saubere Farben. Bei jeder Farbe ist ein bisschen schwarz. Das heißt, wenn du grün nimmst, hellgrün, gibst du ein, zwei Tropfen schwarz, dann wird es gedämpft. Das sind alles gedämpfte Farben. Flächen. Das sind die Flächen. Die sind alle gedämpft. Das ist ja ein bisschen schwarz. Und auch denkt an die großflächige schwarze Farbe. Das ist auch wichtig. Das ist auch typisch Basquiat. Also da, wo es passt.